Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley mit mir, dem Steve. Und mit mir, dem Malkaff. Genau, es geht weiter mit dem Koop-Modus von Stardew Valley. 29.000 Gold. Alter, das ist ordentlich. Das wäre der letzte Tag. Ja gut, die Melonen haben es aber auch so weit gerissen. Ja, jetzt warten wir noch ab, bis der Herbst jetzt dazu gekommen ist gleich. So. Erstmal Verbindung. Wieso konnte Verbindung nicht hergestellt werden? Einladungscode. Ah, okay, nee, es dauert immer kurz ein bisschen. Ich bin drin. Normalerweise. Es lädt. Ah, Tatsache. Nice. Der Herbst ist gestern über uns gekommen. Und gestern habe ich ein bisschen abrupt beendet, weil ich gesehen habe, so scheiße, OBS hat ziemlich viel Speicher eingenommen. Das muss ich jetzt mal unterbinden und die Aufnahme unterbrechen. Dabei haben wir dann gedacht, weißt du was, machen wir Feierabend. Deswegen gab es ein etwas abruptes Ende. Entweder gestern im Video oder sogar jetzt eben noch im Video, dass es da auf einmal abrupt aufgehört hat. Aber das seht ihr ja dann selber, ne? Das ist hart, wie sich hier jetzt die Landschaft so schön verändert hat. So richtig golden und braun. Eben, deswegen finde ich den Herbst hier mit am schönsten in dem Spiel. Ich wollte gerade sagen, haben sich jetzt die Häuser hier auch verändert? Nee. Nee. Ich dachte gerade schon. Das ist nur wegen der Lichtgebung. Okay, gut. Ey, heute Morgen auch, ne, wie ich wach geworden bin, hab aus dem Fenster geguckt. Ich dachte, irgendwo wäre in der Nähe eine Atombombe eingeschlagen oder so gelb, wie alles draußen gewesen ist. Weil es komisch bewölkt gewesen ist und dann geregnet hatte noch so ein bisschen und draußen war alles irgendwie in so einen Gelbton getaucht. Das war irgendwie ein bisschen creepy. Oh yeah, das Gras ist ja mal ordentlich golden geworden. Heuchicken. Glücklich, glücklich, glücklich. Ich begebe mich dann mal auf den Weg. Oh, nice. Eine Pflaume, die brauchen wir. Eine Nuss, die brauchen wir auch. Ah, für Sommel. Genau. Und jetzt, da ja ein neuer Jahreszeit angefangen hat, ist auch Angeln wieder angesagt. Wieder so, vier gewöhnliche Pilze, roter Pilz und Pfifferling. Brauchen wir einen Pfifferling, oder? Ne, die kannst du alle verkaufen. Gut. Alles, was wir mit diesen Pilzkästen kriegen, kannst du eigentlich alles immer sofort verkaufen, weil wenn wir es brauchen, kriegen wir es in ein paar Tagen sowieso wieder. Okay. Ne, das ist die Saatbox. So, unser Geld wird jetzt gleich ein bisschen weniger. Was tust du jetzt besorgen? Saatgut für den Herbst. Ah, ja, das war. Ich wollte gerade selber in die Stadt reingehen und Saatgut besorgen. Kürbis und was weiß ich noch alles. Kürbis dürfte, glaube ich, eigentlich Zeit sein. So, schaue ich mal selber. Kürbissaat, Mais, Auberginen, Senfkohl, Süßkartoffeln, Preiselbeer. Okay. Weizen, Sonnenblumen. Feensaat, Amaranthsaat, Weintrauben. Alter, es gibt echt viel, wo wir. Ja, das wird die anstrengendste Zeit in diesem Monat. Komm mit zur Farm. Wir haben heute viel zu tun. Okay. Oh, Forellenbarsch gefunden. Ja, wenn du den aus dem Müll fischen willst, das ist deine Sache. Ja, ich meine nur, ob wir vielleicht einen Forellenbarsch brauchen. Okay. Wie viel Saat hast du gekauft? Warte mal. Damit wir eventuell umstrukturieren können. Müssen hier mal eben gucken.
Das da unten ist ja auch Mais, ne? Oh shit, das weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Weißt du was? Scheiße. Ich glaube Sonnenblumen waren das hier. Sonnenblumen, okay. Mach ich mal weg. Ach warte, wir haben ja auch noch Dings gekriegt. Wo ist es? Qualität oder? Ne, warte. Das haben wir. Da war doch noch irgendwo. Der Qualitätsdünger. Und das hier. Machen wir nicht so viel hier. Nicht so viel. Ja, dann eben so. So. Sie mal so machen. Okay, hier mal die linke Seite, links neben der Vogelscheuche alles umgraben. Okay, Moment. Die komplette linke Seite? Ja. Gut. Kann man ja später immer noch mit der Spitzhacke zurechtrichten. Ich wollte gerade sagen, auf der rechten Seite, da müssten wir nur noch rechts an meinem Haus ne Ding ziehen, eine Linie. Dann passt es, dann ist es 5x5. Da kannst du auch machen, aber immer so gucken, dass es im idealerweise in einem 10er-Ding ist. Also 10 bei 10, weil ich hab. Solche. Nee, für. Also, dass ich Senfkohl, Kürbisse und so, da habe ich immer 10 Stück gekauft. Aha. Ah, okay. Ja, dann bräuchten wir aber fast ein 10x10 Feld. Nee, wenn ich doch 10 Kürbisdings gekauft habe. Und 10 Auberginen und sowas. Ach so, ja, okay. Jetzt. Na, da muss alles gegießt werden. Fang mal an. Alles gießen hier. Gut. Dann hätte ich gerne noch, damit wir das auch sofort wiedererkennen. Das da mal weg. Hier noch. Wo mache ich das am besten hin? Zack. Machen wir es eben so. Na.
Schau ich mal kurz, ob wir den Forellenbarsch brauchen. Den haben wir schon. Okay, gut. Ja, jetzt. Kusch! Sonst gebe ich dir hier den ganzen Scheiß. So. Nein! Also, was ist... Ach! Was ist was? Hä? Was ist was? Habe ich schon wieder vergessen. Das sind Aubergine, das ist Senfkohl, das ist Kürbis. Mhm. Um das ist. Hier, das ist Wein. Ach, hier diese Rebendinger. Mhm. Okay. Und das große Feld hier ist. Habe ich den Namen gerade vergessen. Nee, 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 nee. So, Wein muss noch gegossen werden. Ich habe nämlich fast keine Energie mehr. Ja, das wird jetzt gut, Sprinkler halt, ne? Den müssen wir vielleicht mal umplatzieren. Nee, passt. Oh. Ach, die Süßkartoffeln haben wir noch. Machen wir die hin. Süßkartoffeln. Wie viel haben wir? 10. Okay, ja. Du musst weitermachen, sonst kippe ich gleich um. Das passt hier unten nicht so richtig. Ne, passt da nicht. Los gießen, bis um 0 Uhr haben wir noch Zeit, damit die ganze Scheiße hier greift. Ja, das war's. Eieieiei. Was für ein Tag. Oh, Wetterbericht, erstmal gucken, schnell, stimmt ja. Morgen wird es den ganzen Tag. Ah, klar, und Sonic, schade. Schon wieder erschöpft ins Bett gegangen, das heißt wieder keine komplette Energieregeneration. Ja, dann bleib du ein bisschen länger im Bett. Sammelstufe 6. Blitzableiter. Ich wollte gerade sagen, dann geh du entweder bleib im Bett oder geh zu den heißen Quellen. Ich guck, dass ich soweit mal gieße. Ich gehe auf jeden Fall da schon. Oh ne, volle Energie. Nice. Na. Oh, guck mal, wie grün ist hier jetzt alles, ist, wenn man sich hier hinstellt. Okay, das hier sieht hässlich aus. Zack, so. Wie grün ist hier alles, ist, wenn man sich hier hinstellt. Jetzt würden wir uns richtig um unsere Farm kümmern. Ach, du meinst das, was wir angepflanzt haben, ne? Ja. Huch. Was war das denn? Ich hab grad aus Versehen Gras mit meinem Schwert geschnitten. Ich wusste gar nicht, dass das geht bis jetzt. Okay, das wusste ich jetzt nicht direkt, aber du kannst Kisten und so weiter auch mit dem Schwert. Ja, das weiß ich auf jeden Fall. Das mache ich auch bevorzugt mit dem Schwert, weil das keine Energie kostet. Ah, okay. Ich brauche irgendwann eine 100 Liter Gießkanne, hey. Am besten geh doch einfach hin, wir haben das Geld, hol dir 2 Kupferbarren mit und geh deine Gießkanne abgeben, zum Upgraden. Hoch. Ich helfe dir noch schnell mit dem Bewässern.
Hier auch nochmal die Scheiße mit, ey, du kannst einen Brunnen bauen. Wie unnötig das ist. Weil wenn wir jetzt hier irgendwo sagen... Nur wenn wir keine Wasserquelle haben. Nur wenn wir keine Wasserquelle haben. Du hast bei jeder Farm eine Wasserquelle. Deswegen ist das so unnötig. So, wie viel Kupferbahn brauchte ich nochmal? 5, ne? 5. Oh, sehr nice. Ich habe einen goldenen Maiskolben. Ja, wir brauchen aber 5. Ja, ja, ich weiß. Ich guck grad. Da. Nur noch 2 brauchen wir. Noch ein bisschen Gold zum Einschmelzen da. Und dann gucke ich mal auf dem Kalender, was für den Herbst so alles ansteht. Ich glaube, Lea hat Geburtstag im Herbst, wenn ich mich nicht irre. Ach. Ja, mal gucken. Oder Abigail. Oh, das Pellis Geburtstag! Oh! Sehr schön. Waifu. Gleich mal besuchen. Und ein Geschenk machen. Ja. Oh, wo ist denn die jetzt schon wieder? Da es morgens ist, ist die vielleicht im Museum mit den beiden Kindern. Ja. Ja, das ist das erste Balk. Die ist ja quasi die Lehrerin von denen. Tatsache, da ist sie. Alles Gute zum Geburtstag! Ein neuer Freund. Eine Brombeere brauchen wir noch. Damit wir das Bündel hier abschließen können. So, ah, halt, stimmt, Schmied erstmal. Und dann gucke ich mal nach der Brombeere. Beziehungsweise. Oh, ich glaube, ich habe schon eine gefunden. Wo bist du? Ja. Beim Schmied. Da war auch gleich eine Brombeere. Ja, warte mal, ich komme vorbei, dann kannst du die mir gerade geben. Werkzeuge verbessern, Kupfergießkanne. Ich wollte gerade sagen, ich bin fast versucht, hier noch die Axt und ein Ding. Danke. Die Axt und die Sense abzugeben. Ja, die Sense ist eigentlich sinnfrei. Jetzt haben wir gleich noch mehr Saat zum Anbauen. Wegen dem Bündel, das wir komplettieren. Und ich hab Lachs gefangen. Ich glaube, kann sein, dass wir den brauchen. Jupp, Herbstsaat, 30 Stück. Nice. Ach, die violetten Pilze, den habe ich gestern verkauft, ich Vollidiot. Violetten. Hopp. Ja, bitte. Seegurke, brauchen wir eine oder? Oh, warte. Seegurke, ich glaube ja. Ich schau mal nach. Flussfische? Nee, brauchen wir nicht. Nee. Nicht. Nachtfisch, okay. Schon mal nicht im Aquarium. Abigail hat Geburtstag im Herbst, nicht leer. Ah, 10 Heu könnten wir eigentlich, wollte ich gerade sagen, auch noch entwenden. Von unserem Ding. Fürs schwarze Brett. Eichenharz brauchen wir auch.
Ja, wir haben aber nicht so viele Dinger dafür gerade. Nee, Kaulbarsch. Ah, Nautilusmuschel also. Tresor, 25G-Bündel. Ich stelle mich mal kurz in meine Bude, weil ich will mal ganz kurz weg. Jo. Geologe, da brauchen wir noch den Feuerquarz, den finden wir ja in der Mine, laut Steve. Na, irgendwo wird doch, glaube ich, der Lachs benötigt. Schauen wir mal. Was war hier? Die Speisekammer. Nutzpflanzenqualität. Kürbis oder Mais? Mais, da brauchen wir ja nur noch zwei Stück, dann haben wir das. Handwerker. Chili, Kirsche. Okay. Aubergine, Kürbis und Süßkartoffel. Okay. Und hier unten links. Sammeln Exoten. Ach, der violette Pilz. Ah, und die Höhlenkarotte. Da müsste ich mal nachgucken, weil ich meint, wir hätten eine Höhlenkarotte zu Hause. So, dann gehe ich mal auf den Weg zurück. Oh, stimmt. Bevor ich das mache, gehe ich erstmal kurz zum Strand. Vielleicht gibt es am Strand noch was Gutes. Ah, Venusmuscheln, okay. Und Korallen. Ah, schade. Nicht gerade groß die Ausbeute, aber immerhin. Bin wieder hier Schön. in meinem Revier. Gerade am Strand gewesen, aber ja, kaum Ausbeute gemacht. Hab mich immer versteckt und bin dabei fast verreckt. What the fuck? Wenn man sich zu lange versteckt, dann hat man irgendwann Hunger. So. Muss ich hier wieder meine Excel-Tabelle aufmachen. Für meine Angelfische im Herbst. Der Aal kann geangelt werden von 16 bis um 2 Uhr im Regen. Okay. Die Seegurke brauchen wir ja nicht. Die Superseegurke auch nicht. Und wie sieht es mit Lachs aus? Den Lachs brauchen wir nicht, außer zum Kochen. Okay. Sardine, haben wir eine Sardine? Nee, nicht, dass ich wüsste. Aquarium. In welchem Bündel ist der denn? Ozeanfische, den haben wir schon. Teichfischbündel haben wir auch schon. Nachtfische, Glasaugenbarsch im Herbst nur bei Regen, den Aal nur bei Regen, den Katzenfisch im Herbst nur bei Regen. Okay, alle Fische, die wir quasi noch brauchen, gibt es nur im Regen für uns. Den Buntbarsch, den haben wir ja auch schon. Abends oder auch tagsüber? Warte mal. Ozean, Buntbarsch haben wir schon. Ozean, Dings, Regen im Herbst, den Riffbarsch haben wir auch schon. Ist ja. Nachtfischen. Nur bei Regen. Katzenfisch im Herbst. Nur bei Regen. Nachtfisch, Glasaugenbarsch im Herbst nur bei Regen. Das heißt, hier gibt's nichts mehr für uns zu machen. Könnten zwar noch hier die Herbstsaat anbauen, aber dafür ist es mir jetzt zu spät.
Ganzen Tag wird's morgen regnen. Ha! Geil. Das heißt, Angeln. Fischen. Yep. Ich würde schon sagen, wir gucken bei dir auf jeden Fall mal, wie das Glück ist. Weil da könntest du vielleicht in die Mine gehen, weil wir brauchen noch Feuerquarz für den Heizraum. Mhm, mhm. Ansonsten hätte ich dir geholfen beim Angeln. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, habe ich auch denken müssen. Ungefähr die Zeitraum von Red Dead Redemption vom ersten Teil. Hallo, Steve, höchst ich würde unzufrieden. Ja, dann gehen wir angeln. Einen speziellen Leckerbissen gönnen, die guten Mädchen und haben auch Hunger. Könntest du mir ein wenig Amaranth bringen? Keine Ahnung, haben wir nicht. Amaranth, das war ja, glaube ich, zum Anpflanzen. Achso, wir haben übrigens noch was zum Anpflanzen. Bring mal Dünger mit. Wollte gerade sagen, wäre das jetzt hier Skulptur oder? Nee, aber so nehmen wir. Ja, geh weg da, du Penner! Ich will deine Scheiße hier nicht! Passt perfekt. So, welche Fische sind wo? Im Regen bleiben die natürlich drinnen. So. Ich glaube, die meisten Fische waren jetzt dummerweise auch erst ab Abend erhältlich zum Angeln.